Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin wieder in Minecraft drin und ich hatte mir gedacht, wir machen eine zweite Staffel von meinen Server-Tutorials und darum soll es gehen, einen neuen Server zu bauen bzw. vorzustellen von mir. Und in diesem Video komme ich zu der Erklärung, wie dann diese Server-Videos aussehen sollen, also welche Struktur sie haben. Und dann komme ich noch in diesem Video zum Spawn. Aber erstmal zum Server selbst, warum ich eine neue Staffel mache. Denn vielleicht wissen ja noch welche, dass ich mal Server-Videos gemacht habe. Und genau, das wird auch eine Art City-Build-Server, bloß mit einer anderen Struktur. Und zwar verdient man sein Geld in Arenen, wo man Monster eliminieren kann und dann durch die gedroppten Items sich Geld holen kann. Und dann dieses Geld in Ressourcen, zum Beispiel Blöcke oder Items zu verwandeln. Das ist halt ein bisschen anderes Prinzip. Bei dem anderen konnte man die Blöcke direkt farmen. Aber jetzt komme ich erstmal zu der Erklärung, beziehungsweise zu der Struktur der Videos. Genau. Und zwar sind wir jetzt schon in der ersten Folge. Und zwar geht es da um die Erklärung der Struktur und den Spawn. In der zweiten Folge werde ich dann zu den gerade eben genannten Arenen kommen, wo man dann gegen Monster kämpfen kann und sich dann die Ressourcen von den Monstern holen kann. Dann in der dritten Folge erkläre ich euch dann, wie ich den Shop bzw. den Ressourcenhandel mache. In der vierten und fünften Folge kommen wir dann zu Minispielen. Das werden dann wahrscheinlich 2 bis 3 Videos, da die Minispiele wirklich viele Commands, nicht nur ein Minispiel wird, sondern eventuell 3 bis 4. Und dann am Ende werde ich dann noch eventuell weitere Erklärvideos zum Server machen. Also immer euch auf dem Laufenden halten, wenn sich was am Server verändert. Und genau, das war jetzt erstmal zur Struktur und jetzt sehen wir uns gleich beim Spawn. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt bei unserem Spawn angelangt und hier könnt ihr euch ihn einmal ansehen. Was ich mir gedacht habe dabei war, dass sich 2 Häuser erstmal gegenüberstellen und dann solche Quarztreppen oder Wege die Eingänge verbinden. Ich glaube, also ich finde selbst, das habe ich wurde hier ganz gut umgesetzt. Könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Jedes Haus hat 3 Stockwerke. Also erstmal die Grundetage, die zweite Etage und dann hier oben noch die dritte Etage. Die sind quasi identisch. Dann hier wird man gespawnt. Hier seht ihr die Suchmaschine, die ich euch in dem letzten Video vorgestellt hatte. Dazu werde ich nochmal einen Link in die Kommentare packen, wen es interessiert. Und für die, die es jetzt nicht wissen, das Prinzip dahinter ist so: Ihr nehmt euch ein Buch auf diesen Server, schreibt dann da rein slash Nether zum Beispiel, signiert das und schließt es, packt es in die Suchmaschine und werdet in den Nether-Bereich teleportiert. Das wird dann auch mit Minispielen oder mit den City Build so funktionieren. Auf jeden Fall habe ich da schon ein Video drüber gemacht. Ich werde es euch verlinken in der Beschreibung. Dann, genau, habe ich hier ein Wasserteil und ein Netherteil. Die beiden haben unterschiedliche Funktionen. Ich bin noch nicht ganz mit den fertig mit den, aber ein bisschen attraktiver noch werden, weil der wirkt jetzt noch ziemlich leer. Der Wasserteil hat die Besonderheit, dass wenn man, ich hoffe, das funktioniert jetzt, da das mit den NPCs, ah, es funktioniert. Und zwar kann man hier einfach mal schwimmen gehen, eine Runde mit den Fischen. Als normaler Surferbesucher wird es dann so hier aussehen: Möchtest du ein bisschen schwimmen? Dann drückt man auf Schwimmen und wird ins Wasser geschleudert, beziehungsweise einfach man fällt da rein. Dann wird hier noch ein Teleport-Zurück-Button hinkommen. In der Nether-Seite habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Hier steckt doch ein bisschen mehr Arbeit drin. Ich hoffe, es funktioniert jetzt hier auch. Also hier kann man die Aussicht genießen, und zwar wird man hier zu den Türmen teleportiert. Man kann sich jetzt entscheiden, ob man links oder rechts hin möchte. Ich möchte jetzt links, und das Coole dabei ist, man kriegt automatisch
64 Brot einfach, um sich das, um das zu essen. Dann kann man hier zurückgehen und das Brot wird dann automatisch gelöscht. Die Commands dazu sind hier. Die kann ich euch kurz mal zeigen. Und zwar müsst ihr hier in den NPC hier eingeben als Setblock, dann eine Koordinate und dann Redstone-Block. Also Redstone-Unterstrich-Block. Und dann die Koordinate ist diese hier. Die ist jetzt bei jedem unterschiedlich. Und dann darunter, unter dieser Koordinate macht ihr ein Command mit Setblock, welchen 1, welchen R. Das bedeutet, setzt einen Block hier namens Luft. Dann hier wird es ein bisschen krasser. Das ist einfach slash tp, @p. Dann eine Koordinate steht in den eckigen Klammern. Minus 11, y 33 und z ist gleich minus 77. Das ist diese Koordinate hier. Das heißt, wer am nächsten an dieser Position dran steht, NPCs jetzt ausgeschlossen, werden zu der 9, 44, minus 12 war das, glaube ich, teleportiert. Minus 62, so. Also zu dieser Koordinate hier. Das Ganze ist halt auch bei der anderen Reihe so. Und in den letzten Command kommt dann noch slash give @p dann den nächsten Spieler von dieser Koordinate und dann Brot 64, also ein Stack Brot. Das ist dann genau dasselbe hier, bloß mit anderen Koordinaten. Hier kann ich das auch nochmal zeigen. Hier sind zwei Commands, und zwar slash clear @p Brot. Also hier wird das Brot quasi aus dem Inventar genommen von dem Spieler, der da drückt. Und dann wird er danach direkt wieder vor den NPC teleportiert. Genau. Das gleiche habe ich hier auch nochmal gemacht. Kann ich euch auch nochmal zeigen. So. So, genau. Hier hinten habe ich, wie gesagt, einen ganz normalen TP-Command gemacht. Und ja, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Technik verbaut. Die werde ich jetzt mal schnell durchgehen. Und zwar, jeder Spieler hat der. Das ist der Slash Tag Command. Und zwar wird jeder Spieler, der auf diesen Server kommt, direkt den Tag Spieler bekommen. Und ihr könnt euch das ja mal angucken, wie ich das gemacht habe. Auf jeden Fall jeder Spieler, der an dieser Koordinate steht, minus 11, 44, minus 35, der im Radius von 7 Blöcken steht, wird dann zum Tag Spieler hinzugefügt. Und dann jeder Spieler bekommt den Adventure-Modus, also den Abenteuer-Modus, außer die in dem Tag Owner. Das sind quasi die Administratoren, also die Admins. Und dann hier steht drin, dass jeder Owner den Kreativ-Modus bekommt. Hier ist quasi eine Begrüßung für die Leute, die neu auf dem Server sind. Steht dann hier unten über meiner Hotbar: Willkommen auf unserem Server. Hier wird es dann so sein, dass man Brot automatisch in sein Inventar bekommt. Das wurde mit dem Replace-Item gemacht, mit dem Command gemacht. Damit kann man Items im Inventar oder in der Hotbar replacen. Und dann hier dasselbe bloß mit der Uhr. Das habe ich hier zum Beispiel, die Uhr. Und hier habe ich einen Command gemacht, den habe ich euch auch schon mal gezeigt, diese Command-Reihe. Und zwar ist sie dazu da, ich zeige sie euch alle mal kurz. Sind die dazu da? Ihr könnt das Video ja pausieren, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und zwar habe ich dazu mal ein Video gemacht, darum geht's. Es geht darum, dass wenn man ein Gegenstand auf den Boden wirft, dass man dann zum Beispiel zum Spawn teleportiert wird. Und das ist hier der Fall. Ich werfe die Uhr auf den Boden oder in die Luft hier und ich werde direkt zum Spawn teleportiert. Ich muss das wahrscheinlich noch umändern, dass die Uhr wirklich Spawn heißt. Aber das ist jetzt erstmal das Spawn in dem Haus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe. Auf jeden Fall werden in dem Haus kleine
Knöpfe, also Knöpfe sein, womit man sich dann zum Minispielen oder zum Citybuild teleportieren kann, wenn man keine Lust hat, diese Suchmaschine zu benutzen, obwohl das der schnellste Weg ist. Und das war's jetzt erstmal mit dem Spawn. Als nächstes kommen dann die Arenen und bis dahin sage ich Tschüss.